Also mein Name ist Martina Blasio. Ich habe am 1. September 1977 meine Lehre hier angefangen. Habe dann erstmal auf der Männerchirurgie gearbeitet und dann bin ich eben in die Rettungsstelle gegangen. Man muss Infusionen vorbereiten, man muss Anordnungen von den Ärzten ausführen, Medikamente verabreichen, Verbände machen, EKGs schreiben können, Blutentnahmen, Plexühen legen, sowas eben alles. Man hat Abwechslung, man lernt immer wieder dazu, weil es gibt so viele verschiedene Krankheitsbilder. Das ist wirklich eine interessante Aufgabe. Das ist natürlich auch sehr verantwortungsvoll. An den Wochenenden ist es meistens so, dass viele Gartenarbeit machen und dies und das. Da haben wir dann eben mehr so Schnittverletzungen, Sehnenverletzungen, umgeknickte Füße oder Stürze. In der Woche haben wir so mehr die Bauchchirurgie. Also ich finde es gut, dass wir ein kleines Team sind. Jeder kennt jeden so ein bisschen und jeder weiß auch, wie der andere zu nehmen ist und so. Und dadurch ist es ein sehr schönes Zusammenarbeiten. Man sollte geduldig sein, Einfühlungsvermögen haben, immer gut drauf sein. Das ist auch eine ganz, ganz große Sache. Dafür muss man eigentlich einfach geschaffen sein, so ein bisschen. Manche Sachen beschäftigen einen auch ganz lange. Aber trotzdem würde ich das nicht missen wollen alles. Denn den Großteil der Patienten kann man ja noch helfen. Und die sind auch dankbar dafür. Dann weiß man, ja, das haben wir gut gemacht. Das ist eine richtig schöne Sache.